Rachel, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I looked at the skies, running my hands over my eyes. And I fell out of bed, hurting my head from the things I've said. Till I finally died, yet since that text so ended, denn ich kann ihn nicht sehen. Denn ich muss. So. Weiter geht's. Die Tiere fressen in der Zwischenzeit den ganzen überschüssigen Reis hier auf. Aber dafür geht es ihnen allen gut. Warum sind die Esel und die Pferde hier nicht? Die können ja auch essen. Sehr gut. Ja, die ist proppevoll, die Speisekammer. Hier, ich habe keine Ahnung, warum hier nicht gelagert wird. Jede Qualität erlaube Frisches. Tierleichen. Keine Ahnung, warum hier nichts hingetragen wird. Hier ist auch wieder Kram. Vielleicht kann der Yorkshire Terrier mal irgendwas in die Basis tragen. Wäre nett. Ach ja, das tut mir echt leid, dass da immer noch dieses Psi-Hemd kaputt ist. Aber was soll ich machen? Ach scheiße, ich hätte den Steuereintreiber. Vielleicht hätte man bei dem was kaufen können. Dann haben wir hier Emanuel. Nicht Emanuel, immer null. Hutch, Otto, Lampi sind offenbar die sieben Zwerge hier. Kindheit als zurückgezogener erwachsen Herdhüter. So, jetzt können wir auch wieder auf schnell stellen, weil das Ereignis mit dem verrückten Eichhörnchen ist jetzt offiziell vorbei. Können wir mal die ganzen blöden Helme hier wegtragen. Ach ja, und wir wollten ja eventuell vielleicht so ein paar Plattenpanzer oder sowas herstellen. Mal 10 Mal, das muss reichen. Und wiederhole, bis du X hast. Und da schreiben wir mal, dass sie 100 Trefferpunkte haben sollen, sonst stellen wir wieder irgendwelche bescheuerten Helme her, die kein Mensch tragen will. Helme aus Uran bin ich gegen und Plastahlhelme ist jetzt auch nicht so meins.
Holzhelme. Helme aus Holz können wir machen. Ich meine, natürlich, von Holz haben wir jede Menge, ne? Stahl haben wir momentan gar nicht. Aber lassen wir das mal. Guck mal, jetzt haben wir das gegenteilige Phänomen. Vorher waren die Felder zu klein und das Essen ist aus dem Winter ausgegangen. Jetzt sind die Felder zu groß, sodass die Leute nur zum Ernten kommen und nicht zum Nachhause tragen. Vielleicht sollte ich Leute... Verrücktes Riesenfaultier, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da können wir nicht Carsten alleine schicken. Das funktioniert so nicht. Bench, die haben alle... Ich glaube, Cross war noch... Hat Merlin überhaupt eine Waffe? Ja. So. Bam, bam, bam. Da bleibt Markus lieber zu Hause. Weil er nur eine Nahkampfwaffe hat. So. Oh, oh. Nein. Warte mal, Kerstin. Kann das Ding langsamer machen, Carsten? Kann das Ding langsamer machen? Und dann nix wie ab da. Carsten! Das bin ich. Das ging schon mal schlecht aus. Ach, Gott sei Dank. Okay. Ja, mal gucken, was mir abgebissen wurde hier. Kratzer, Riesenfaultierpfote. Tot in 4 Stunden. Körper selbstversorgen. Schnell ins Krankenzimmer. Hals und Kopf, wow. Ihr könnt mal alle das nicht retten. Nein, nein, nicht retten. Es hat eine Menge Lebenspunkte. Ambrosia-Exzess, ja, was soll's. Das ist toll. Toll, Merlin. So. Lässt uns im Stich hier einfach. So, ich muss das ausschalten. So, kann ich bitte geheilt werden? Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Barney vs. Barney. Ein Yorkshire Terrier, okay. Ich dachte, hier kommen immer neue Leute an. Nur eine halbe Stunde noch, dann bin ich tot. Ach, Gott sei Dank. Nuno hat mich gerettet. Extremer Blutverlust, wow. Bewegen, arbeiten, sprechen, null. Essen, null. Atmen 33%. Ich kann schlechter atmen als Carsten mit seiner einen Lunge. Nicht gut. Nicht gut. Carsten, Zusammenbruch. Was ist sonst neu? Psychischer Kater, ja gut, okay, das ist, da darf man auch mal einen Zusammenbruch haben.
So, das gibt jede Menge Leder, jede Menge Fleisch. Und das Ding ist total durchlöchert. Ach Gott, könnt ihr bitte endlich mal die blöde Wand fertig machen? Habe ich gar keinen Granit mehr? Ich habe noch jede Menge Granit, warum ist die Wand nicht endlich fertig? Hier unten genau das gleiche. Warte, warte, warte. Medizinischer Notfall? Was ist da der Notfall? Ach, der extreme Blutverlust, ja. Okay. Ja, hoffen wir mal, ich erhole mich wieder. Das muss ich Benjen Heiko umbenennen oder so, keine Ahnung. Eieiei. Stärkere Schmerzen. Ich habe noch nicht mal starke Schmerzen, sondern nur stärkere Schmerzen. Ah, siehst du, endlich wird weitergebaut. Mauert die sich gerade ein, die Konstanz, ja? Sissi hat eine Fressattacke. Okay. Die haben ja mittlerweile alles leer gefressen. Gut, dann können wir die wieder in das normale Pflanzenfressergebiet tun. Alpaka hat Nahrungsmittelvergiftung bekommen, okay. Also vielleicht auch nicht unbedingt das Trockenfleisch ist nichts, was Alpakas essen sollen, finde ich jetzt so, aber. Immer noch extremer Blutverlust. Okay. Die Beziehung zu dem anderen Gebiet da hat sich verschlechtert, da wo der Prätor wohnt, der uns die ganzen Adelstitel verliehen hat. Ja, medizinischer Notfall. Also bisher hat sich wenigstens noch nichts entzündet, das ist schon mal ganz gut. Und ein Kratzer ist schon verheilt. Sehr gut. Ich habe nur noch Blutverlust jede Menge. Und kann schon wieder besser atmen. Was macht ihr hier drinnen alle? Da sollt ihr eigentlich nicht reingehen. Ich habe die ins falsche Gebiet geschickt. Jetzt ist die ganze Speisekammer leer. Verdammte Axt. Okay. Naja, aber immerhin haben die ein paar Sachen weggefressen, von denen wir sonst Nahrungsmittelvergiftung bekommen hätten. So, ich hoffe, dass jetzt wenigstens... Ich bin vollständig geheilt. Meine Güte, das ging fix. Immer noch schwerer Blutverlust. Okay. Wir brauchen Leute, die hauptsächlich tragen. Also Cross als Schneiderin brauchen wir.
brauchen wir momentan den Koch hier. Der soll man hauptsächlich tragen. Können wir sonst noch irgendjemanden zu einem Träger machen? Wer kann denn nichts hier? Bench kann eine ganze Menge. Tierpflege macht er alles nicht. Feldarbeit, Waldarbeit. Transport ist er eh schon eingestellt. Cross, eine Kriegerin, die kann tragen. Wie gesagt, als Schneiderin wäre sie eigentlich auch sehr nützlich, aber lassen wir erstmal alles tragen, damit nichts verdirbt hier. Warum sind die Esel hier immer noch drin? So. Es ist wie eine Herde Eselhüten hier. Guti. Irgendwie gefällt mir das gar nicht, darum mache ich jetzt Folgendes. Ich lasse alle nur tragen, bis alles weg ist. Und dann stellen wir die Prioritäten so ein, wie wir das haben wollen. Also wie das dann quasi. Warte mal, machen wir das einfacher. Dann wird es ja wieder der. Also, Konstanzia kann nicht tragen. Was kann sie denn mal machen? Sie kann Feldarbeit und Waldarbeit machen. Dann macht das wenigstens noch einer. So, aber wenn es brennt, sollen die da natürlich Priorität setzen. Genauso, wenn jemand krank ist. Echt eine blöde Kombination, dass Bench eine Passion hat für Medizin, aber keine Ahnung. So, jetzt tragt mal Sachen hin und her. Siehst du, jetzt geht's. Ich weiß nicht so, dass uns das Essen ausgeht. Hier ist noch ein ganzer Lagerraum voll mit Essen. Oh, siehst du, das hier ist auch fertig. Gut. Dann können wir hier diese Wand einreißen. Und die Säulen stehen auch schon. Das heißt, wir können diese Mauer auch einreißen. Sehr gut. Ja, siehst du. Überfall, die Leute der Fläche. Eine Ureinwohnergruppe der Fraktion Die Leute der Fläche ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Die Leute der Fläche. Das ist eine ganze Menge Leute der Fläche hier. Also der hat Speer, Messer, Knüppel. Messer, Speer, Knüppel, Messer, Speer. Okay, die wollen uns angreifen. Die werden wahrscheinlich wieder hier. Ich hätte hier die Sandsäcke bauen sollen, wie ich das vorhatte. Fuck. So, aber die Nahrung ist jetzt auch schon weggetragen, oder? Das, so schnell geht das. Dann können wir wieder auf Anbauen klicken. Und auf Bauen. So. Ach ja, Bergbau. Verwirrung. Alpaka 1, nee, Alpaka 11 hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von Demenz. Wir haben dementes Alpaka.
Das hat nichts mit nichts zu tun, aber ist halt eine Sache, die jetzt gerade passiert. Okay. Merlin soll Bergbau machen. So. Es wird wieder alles angepflanzt, sehr gut. Das Holz könnten wir auch mal reintragen, aber wir haben wieder keinen Lagerraum hier. Es wird ja dann das hier, wenn wir die Wände durchbrochen haben. Oh. Was ist das? Trutanei. Okay. Die Fraktion Leute der Fläche starten ihren Angriff und den starten sie hier. Das ist wieder sehr gut. So, der kann mit seiner Telepathie. Carsten mit seinem MG stellen wir ein bisschen weiter nach vorne, damit er nicht am Ende noch uns erschießt. Bench hierhin. Sissy kann sich hier hinstellen. Constantia. Kors. Und Merlin. Merlin. Zack. Ist besser, wenn man die Leute ein bisschen aufteilt. Ah, es gehen auch welche unten längs. Verdammt. War klar. Cross war. Scheiße, Cross war hier. Fernkämpferin. Ne? Dann eben hier hin. So. Carsten, magst du auch mal schießen? So. Wir kriegen die immer sofort tot hier scheinbar. Das ist interessant, aber wäre auch mal ganz witzig, einen Gefangenen zu machen oder so. Aber soll nicht sein. Okay. Okay. Dass da oben nur zwei ankommen, wo wir die meisten Leute haben, ist ein bisschen. Oh, warte, wir können euch von hinten erwischen. Oha. Ich glaube, von hinten war eine dumme Idee. Shit. Oh, fuck. Das hier betäuben. Okay. Gucken wir in zwei Tagen, wer da noch übrig ist. Eieiei.
16 Stunden noch, tot in 18 Stunden, tot in 6 Stunden. Okay, das ist ein bisschen... Nein! Keine unmittelbare Gefahr, auch gut. Okay. Jeden in der Nähe zu entführen. Okay. Das ist auch nicht gut. Scheiße. Jetzt fliehen sie. Okay. Gucken, ob wir die noch erwischt kriegen. Okay. Die beiden. Konstanze entführt. Ja, super. Merlin entführt. Ja, super. Sehr gut. Also Sissi und Cross konnten wir retten, die anderen beiden wurden entführt. Ja, das sind wieder Tote und darum müssen wir wieder ein... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie gesagt, einfach, ne? Das ist einfach jetzt. Meine Fresse. Wo ist eine Tür? Hier ist eine Tür. Können wir hier ein paar Gräber ausheben für die ganzen Leute? Wenn jetzt, wenn wir einen, der irgendwie tödlich verwundet ist, aber noch am Leben erwischt hätten, hätten wir dem als Organspender benutzen können und ihm Carsten die Lunge von ihm geben. Aber die sind ja leider, Carsten schießt zu gut. Hat er nebenbei noch einen Wildschwein erwischt hier scheinbar. Nee, das Wildschwein frisst die Leichen. Ist ja auch nett. Eieiei. Meine Fresse. Ja, medizinischer Notfall. Tod in 3 Stunden. Tut mir leid. Behandeln. Ja, so läuft das dann, ne? Wenn denkt man sich, ah, die haben alle nur was ich auch, was ist denn mein medizinischer Notfall? Repetiergewehr angeschossen, Blut, extremer Blutverlust, ja, ist klar. Wie geht's Cross?
tot in 11 Stunden, aber kein medizinischer Notfall scheinbar. Also nicht so schlimm wie bei mir. Ich hoffe, du holst Medizin. Ja, Glitzermedizin. Sehr gut. Jesus. Ja, okay. Dann ist erstmal irgendwie niemand von den benannten Leuten. Ach je, Markus läuft auch irgendwie tot in 6 Stunden. Meine Fresse! Ah. Okay, aber Nuno geht scheinbar nach den Regeln der Triage vor und kümmert sich um die zuerst, wo es am dringendsten ist. Schön, dass man genau nachgucken kann, wie lange der Patient noch lebt, wenn man ihn nicht behandelt. So erübrigt sich dann. Okay. Oh, jetzt auch ein Wutanfall. Cross hat einen Wutanfall. Sie wird Harfe zerstören. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösungsfaktor war unterernährt. Ja, dann ist doch was. Okay, aber da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Dann auf Wiedersehen. Okay, nochmal am I look at the sky. I looked at the skies, running my hands over my eyes. And I fell out of bed, hurting my head from the things that I'd said. Till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. And I looked at the skies, swelling my hands over my eyes. And I fell out of bed, hurting my head from the things that I said. I finally died, which started the whole world living.